Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare, also dem neuen Modern Warfare, nicht das Remastered zum Beispiel, ne? Auf der Map Gunrunner Herrschaft. Einmal ganz kurz den Sound abgeben. Es ging einfach darum, warum ich das Spiel aufnehme oder generell. Das ist das, was ich letzten Tage gehört habe, weil ich wollte auch nicht so viel. Ich bin Zahnschmerzen. Ich war auch ein Zahnarzt, Charlie, das und da. Ich glaube, wenn man Zahnschmerzen hat, dann will man nicht, glaube ich, viel quatschen. Wir sind in Führung. Einfach nur aus dem Grund, weil. Werfe Granate! Schmerz. Logischerweise. Kontakt! Krieg weg, was wollte ich sagen? Verdammt. Ach ja, auf jeden Fall, ich hab einen Zahnarzt im Zahnfleisch, also er musste das betäuben, ausschneiden, das ist nicht so geil. Und deswegen wollte ich nicht quatschen, weil es halt beta und bla und unangenehm war. Ja, zu viel. Und hab ich halt sehr viel gespielt, halt Multiplayer und so, dies, das. Und ich level gerade die Waffe hier wegen Aufsatz zu planen, nur dass ich nicht so ist. Und wir werden natürlich auch noch bestimmt noch aus die bei C oder was, Folgen von Warzone und so machen, logischerweise. Also, ja, da wird noch gut was kommen. Wechselmagazin! Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ging halt nicht wegen Zahnschmerzen. Aber ich bin jetzt ja wieder am Start und mache eine Tour. Das ist keine Entschädigung. Das ist noch vier Folgen, also vier Verdammt! Ah, was war das denn jetzt? Verdammt! Ich kann auch mit dem Visier momentan am besten. Was war das? Auf jeden Fall kann ich auch mal ein paar Sachen ansprechen, die ich nicht so geil finde an morgen. Zum Beispiel, dass sie in Warzone für die eigene Waffen 10k Preis haben, dass du 10k Dollar sammeln musst, damit du dir deine eigene Waffen kaufen kannst. Aufsetzen etc. pp. Kontakt! Die schießt auf mich! Und ja, das ist auch noch ein bisschen mehr. Dann einmal Multiplayer. Ich finde das gut, dass die ganzen Maps und so alles kostenlos da sind und so. Ich habe mir auch den Battle Pass geholt, weil wenn man schon suchen will, dann will man auch die ganzen geilen Sachen haben. Standard halt. Mein Messer habe ich auch schon sogar fast auf Gold gespielt, beziehungsweise spielen lassen vom Kollegen. Und ich muss dazu sagen, wir sind natürlich der beste Call of Duty Spieler, also bitte berücksichtigt das. Auf jeden Fall, was mir auch nicht so passt, ist das Matchmaking. Wenn man will, kannst du auch mal diese Lobbys bekommen. Klar, wenn das dedizierte Server ist, alles schön und gut, beziehungsweise Server, die auf deinem Spiel Skill basieren, also, oder Lobbys eher gesagt. Ist auch alles kein Thema, nur es muss auch ab und zu mal eine Loop-Lobby kommen, wenn du absolut dominierst, so weißt du? Das macht halt dann richtig Laune. Mann! Verbündete Drohne ist in der Luft. Ja, die Maps. Man spielt immer nur mittlerweile, also habe ich das Gefühl, zumindest bei Herrschaft. Man spielt ja überwiegend Herrschaft, das Gefühl, man spielt immer nur dasselbe. Und man sollte zumindest die Map-Auswahl wieder so wie früher machen. Also zwei Maps auswählen, oder beziehungsweise bevor die Lobby startet, kannst du zwischen zwei Maps wählen, was du spielen möchtest. Mit den anderen Leuten in der Lobby oder meinetwegen auch drei Maps, wäre sogar noch geiler. Scheiße. Weißt du, ich meine. Wir haben zwei Ziele. Das wäre so noch was mich zufrieden machen würde. Dann hat mein Kumpel gesagt, okay, ich muss mal gegen Bot zum Einspielen, bla bla bla. Es gibt glaube ich keinen Bot-Mode, wo du gegen Bot spielen kannst. Wenn nicht, berichtigt mich da bitte. Wo man halt auswählen kann, sag ich mal. Die Map 2 damals konntest du ja auch alles auswählen. Die Maps und Bot-Sterne, bla 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 so. Ja. Das nicht gibt, sollte es noch meiner Meinung nach nachgereicht werden. Wir verlieren Bravo! Aber sonst habe ich so gegen Modern Warfare nichts aufzusetzen, außer die Leute, die mit Raketenwerfer spielen, immer irgendwo rein sprayen. Das der krieg ich ja bis. Ich schieb mich Hass. Wenn ich jetzt deine Sprinte und Feinde übernehmen, Bravo!
Ach ja, und die müssen das Totenstille-Perk mal endgültig als Perk reinmachen und nicht nur als... Beide haben Bravo übernommen! Kackding. Dafür wäre ich sehr dankbar. Das war bei jedem Spiel immer Perk, fest und nicht Ausrüstung oder so. Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug! Wir nehmen Bravo ein! Unsere Waffe schon auf Stufe. Verbündete Vorräte unterwegs. Was sehr gut ist, weil ich level ja momentan die Waffen durch. Kann ich euch, glaube ich, nach der Runde auch mal zeigen, was ich alles schon so gelevelt habe. Und, ja. Feindlicher Präzisionsluftschlag. In Deckung. Den hab ich noch gesteckt. Oh, Mann. Das war meine erste Runde. Genau, also ich muss ja halt auch noch ein bisschen entertainen und quatschen. Also, ja. Wir halten zwei und haben den Vorteil. Das Team weiß. Einen noch geholt. Okay. Toll, da war ich ein bisschen überfordert mit der Situation da unten auf dem Dreieck. Aber. Nehmen wir jetzt sehr. A wird gesichert. Feind am Gabelstapler. Wir haben es fast geschafft. Also an sich ist es ein gutes Call of Duty. Wenn halt nicht diese Kritikpunkte da wären. Waffenbalance weiß ich halt nicht, kommt auch an, wie man mit den ganzen Waffen spielen kann oder der Gegner, je nachdem. Wir haben C verloren! Manche den ersten meiner Meinung nach auch ein bisschen, weiß ich nicht, OP, zum Beispiel den Skin da, ich weiß nicht, ob sie gepatcht hatten. Wenn du die eine DMR ohne Skin gespielt hast, in Warzone, da hast du nur, glaube ich, zwei Rüstungspunkte abgezogen. Also, glaube ich, bei Fitchot oder so. Genau, ist bei B gebraucht! Nur mit dem Skin hast du ihn dann immer gewonshottet, weil der Skin noch schade. Was quasi Battle Pass heißt, du musst es kaufen. Also war es halt in der Hinsicht. Ich hoffe, sie haben das gepatcht. Okay, ich hab jetzt Skin aktuell auch nicht. Kann ich euch, glaube ich, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich glaube, das werde ich euch. Wir haben A verloren! Also nicht, dass er mehr Damage macht, aber dieses Skin habe ich auch. Ich weiß nicht, ob sie es gepatcht haben, keine Ahnung. Die PS4-Spieler sagten halt, die fanden es nicht so geil wegen der Server, weil die PC-Spieler halt mehr hacken können als normaler PS4-Spieler. Oh, so ein Heller, sag ich mal. Ja, 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 ja. Lass mich. Weg. Verbündete Vorräte unterwegs. Feind hält zwei Ziele. Na, Bravo. Belastet, das habe ich gar nicht auf den kommt. Das ist. Mann! Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen kommen werden von Multiplayer oder von Warzone auch noch. Mal extra, die Kampagne wird definitiv irgendwann mal kommen. Ja, den will ich Zeit haben und Lust haben, klar. Sitzt hinten wieder. Er sitzt da hinten. Das meine ich halt mit den DMR. So klar, wir müssen spielen können, aber. Wir halten Charlie. Ja. Feind am Wald. Wir sind bei Alpha. Gebt unter. Wir verlieren 10. Sonst ich hab ich keinen Spaß. Komm, ist halt immer das gleiche. Wir sind Vorräte unterwegs. Das ist halt seit langem mal wieder ein normales Call of Duty ohne Rumgeslide, ohne Rumjump. Okay, wir sliden. Hier ist auch noch ein bisschen übertrieben, wie man. Zukunft ist schon. Danke. Und was mir halt auch auf den Sack geht, sind die ganzen Leute, die mit Tamar spielen. Warum spielt man mit Tamar? Hat man selber kein Aim oder was? Oder ist man so blind, Alter, dass man mit Tamar spielen muss? Oder eingespielt ist, vielleicht hole ich
da auch noch Arten dran, ran, um das jetzt zu verbieten. Das ist einfach voll in der Radardrohne gesehen. Feinde übernehmen, Bravo! Charlie wird gesichert! Charlie gesichert! Hier geht es hier! Nachlassen! Oh, was ist das denn? Wollte ich haben. Feind am Pass! Wir verlieren sie! Oh, wie er da immer liegt! Ich schwöre, ich nehme es auch noch bald an, mit RPG auf sowas reinzusprayen wie manch einer hier, ey. Ohne Witz. Wir sind bei Bravo. Gebt Unterstützung. Bravo gesichert. Ja, das war schon eine Runde. 13 Minuten. Das nenne ich einen Kampf. Gute Arbeit. So an sich macht mir das Call of Duty halt echt Spaß. Kampagne muss ich noch spielen, kann ich nicht beurteilen, aber... Ja, die Schrotflinte. Heroische Musik. So, das ist halt quasi die Lobby. Hier kannst du halt auch, oder beziehungsweise hier kannst du halt das im Menü mehr Spiele auswählen. Boot, Krieg, ist ja quasi wie an Battlefield, glaube ich, konkurrenzmäßig angelehnt mit den fünf Punkten, sag ich, Lul, nicht drei. Wie komme ich auf drei, Alter? Fünf Punkte, wo du auch Panzer fahren kannst, ist so ein Schrott, voll lustig. Ja, kann man halt Punkte-Serie, was auch wieder schön ist, was mal wieder dabei ist, ist der hier. Den hat letztens, den Juggernaut hat letztens einer aus der Vorratskiste gezogen, eine, die du für vier Abschüsse kriegst. Dachte ich mir nur so, ja, wahrscheinlich. Halt Ausrüstung, das ist aktuell das Sturmgewehr, was ich level. Mobilität, nee, ich will Schnelligkeit und Reichweite. Halt hier die Tarnung, man kennt ihn. Und es gibt halt zig Milliarden Aufsätze, was halt auch super cool ist an Modern Warfare, weil hier ist, wie viele Visiere man hat. Okay, man hat am meisten Visiere. Ich würde mir noch ein bisschen mehr für die anderen Sachen wünschen, allgemein so. Aber gucken, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Update, was das noch ein bisschen erweitert, sage ich mal. Wieso anpassen? Achso, einen neuen Sticker, Lul. Ja, es gibt Sticker für die Waffen, Lul. Talisman, kennt man auch alles aus WW2 sogar, glaube ich. Oder gab es das auch im anderen? Nein, Katze, geh weg von meinem Handy, danke. Gab es das auch im anderen Modern War, Call of Duty? Ich meine nämlich nur in WW2, oder ich habe nur WW2 gespielt. Black Ops 3 habe ich nicht ausgiebig gespielt, ich glaube, da hatten sie es aber nicht. Black Ops 4 kann ich nicht sagen. Halt Fadenkreuz kannst du die freischalten, indem du, ja, 200 Abschüsse und Kram hast. Ich spiele das Visier halt einfach nur wegen den angenehmen Zoom. Der ist nicht zu stark, nicht zu wenig so. Der ist immer relativ gut für mittlere Distanzen so. Ja, Zweitwaffe-Pistole, ne? Die habe ich jetzt so ausgerüstet. Perks, sowas, wie man es halt kennt, das ist halt ein Call of Duty, ne? Also ich habe schon die Kilo Max gelevelt von Aufsätzen. Ich muss natürlich alles noch Gold spielen. Die FAL, die M4A1 habe ich Max gespielt. MPs habe ich die AUG, die da fehlen noch bei der P90 noch 9 Level, dann ist die auch, hat die auch alle Aufsätze. Die MP5, meine Lieblings-MP, weil ich finde die optisch einfach voll geil. Die ist natürlich direkt als erstes auf 57 gegangen. Ja, aber sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich was gelevelt. Schrotflinte Level 40, ja gut, das ist halt, was du als erstes im Dings nimmst, im Überleben-Modus da gegen die Bots, weil die alle mit Schrotflinte ankommen. Das heißt eine Pistole. LMGs, ja, DMRs. Und halt Scharfschützengewehre und Nahkampfschild. Beziehungsweise hier gibt es halt Pistolen, Revolver, Werfer und halt das Kampfmesser. Was auf habe ich auch ein bisschen hier. Das sind, kannst du aus dem Battle Pass bekommen. Das sind halt spezielle Sachen. Wenn du damit jemand holst oder beziehungsweise getötet wirst, kann er die aufnehmen. Beziehungsweise kannst du halt flexen, wenn du das hast. Ich glaube, das haben aber voll viele, weil die voll viele Battle Pass haben, Lul. Ja. Das ist so der Stand der Dinge. Ich habe halt hier noch das nächste Sturmgewehr, was als nächstes quasi kommen würde zum Leveln, die Grau, weil das war, glaube ich, eine Battle Pass Waffe. Die habe ich halt ausgerüstet, weil es halt eine Battle Pass Waffe ist. Oder nee, ne,
War es eine Battle Pass Waffe? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Waffe, die später dazugekommen ist. Sind die meist besser als alles andere. Ja, halt MPs. Die drei, die als nächstes kommen würden vom Level her. Mit dem habe ich auch ausgerüstet. Ich glaube sogar das, was mit dem Undingens ist. Eine Schroflinte, da spiele ich einfach ohne alles auf kurz und so. Ja gut, ich habe die nämlich mal auf Reichweite getuned gehabt, aber da habe ich den wirklich aus einem Meter Entfernung nur einen Hitmarker gegeben, wo ich mir dachte, lol, das ist eine Schroflinte. Im G-Mini-Hoden, weil G ist ja unter der Warzone-Klasse mit Sturmgewehr und ja, mein Sniper. Jo. Dann gibt's halt den Battle Pass, den kannst du dir freikaufen. Es gibt manche Sachen, die so auch gratis, zum Beispiel wo freisteht, die würdest du auch ohne Battle Pass bekommen. Du kannst ihn halt auch logischerweise ohne, wenn du ihn nicht kaufst, freischalten. Und dann, wenn du dir alles freigeschaltet hast, kannst du den Schluss halt auch kaufen. Aber ich habe den direkt schon gekauft, weil ich 1.000 Call of Duty Punkte übrig hatte, weil ich habe mir die Deluxe Edition oder was das war geholt, waren noch 2.400 dabei. Und ja, ich habe jetzt wieder 1.400 durch Battle Pass freigespielt. Heißt, ich habe 1.100 Punkte für den nächsten Pass, der in Season 4 kommen würde, schon wieder freigespielt quasi. Und ich habe jetzt quasi 300 Punkte, die ich theoretisch raushauen könnte für irgendein Paket, aber ich muss warten, weil die sind alle voll teuer. 1.800, 2.400, 1.500 und. Ja, halt Missionen, Herausforderungen gibt's halt auch. Identität etc. bla bla bla. Verschiedene Operator. Kennt man ja auch alles schon eigentlich, auch aus den vorigen Teilen. Ja. Ah ja, die Waffenkammer. Halt Battle Pass Waffen, so Sturmgewehre, also die haben halt spezielle Designs und gewisse Vorteile. Seht ihr, was es verbessert und verschlechtert? Oh lol, Kampf erprobt. Nice. Die Kontrolle, voll gut. Ist an sich eigentlich sehr. Gibt halt viele MPs und so. Bei der LMGs habe ich auch viel. Hier, Schroflinte, DMRs. Bei der Notaus, oder war das? Bei der Notaus? Oder die Sterling? Entweder die Notaus oder die Sterling war das, wo du quasi, wenn du die ohne Skin spielst hast, in Warzone hast du nur, glaube ich, zwei Rüstungsteile weggeschossen. Aber sobald du die mit Skin gespielt hast und den per Full Life, also auch volle Rüstung, angehittet hast, war er direkt tot. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da haben sich viele anscheinend drüber beschwert. Weil es dann auch, glaube ich, irgendwann jeder in Warzone gespielt hat, kann ich mir vorstellen. Eine One-Shot-Waffe. Und, ja, Scharfschützengewehre. Ich glaube zum Beispiel die Baumschlange auch ausgerüstet in Warzone, weil ich die nice finde. Handfeuerwaffen und halt Nahkampf. Ja. Ach ne, ich wollte euch noch zeigen, wie weit mein Messer ist. Ach ne, hab ich gar nicht ausgerüstet. Lul. Warte. So, hier 10 von 10, 10, 10, 10. Hier brauche ich noch ein bisschen, beziehungsweise mein Kollege hat das gespielt, weil er Langeweile hatte. Geduckt. Und Doppelabschüsse brauchen wir nochmal eben ein paar. 5 Stück und dann ist das Ding Gold. So voll sinnlos, erstmal sein Messer auf Gold spielen, lul. Aber das wäre es eigentlich für die Folge, so ein bisschen erzählen, warum, weshalb, wieso und euch ein bisschen über das Spiel erklären, dies, das, bla bla bla. Ja, es gibt halt noch Kampagne, Warzone, Koop. Koop ist das mit Überleben und Spezialeinheit, Mission, irgendwie so ein Kram, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber ja, das ist das halt und. Ach ja, und kommt in unser Regime. Das lange haarige Gulag. Das wäre nice, sind schon 52 Leute, voll gut und ja. Und ich sage, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.